Jetzt machen Sie mal hin, ja? Ich muss das Auto wenigstens noch leer fahren. Los jetzt, runtertragen. Auf geht's. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega, es ist einem weiteren Classic Männerblog bei mir auf dem Kanal. Es ist früh in den Morgenstunden. Nicht, dass ihr denkt, ich bin nicht immer so früh wach, aber ich bin natürlich immer so früh wach. Es ist 7.10 Uhr, denn heute geht's mal wieder zu ATU. Wie alle Jahre wieder. Ich habe ja schon zahlreiche Videos bei mir auf dem Kanal hochgeladen. Heute geht es wieder dahin. Wir müssen Reifen wechseln. Es ist jetzt nach Ostern. Man sagt immer von O bis O. Von Oktober bis Ostern oder von Ostern bis Oktober. Dann müssen die Reifen gewechselt werden. Das heißt, ich werde jetzt gleich in den Keller gehen. Und dann werde ich meine Frau auspeitschen, dass sie die Dinger hoffentlich hochträgt. Weil das ist nämlich der Plan heute. Und bist du damit einverstanden? Ja, Ozark hat gesagt, er fühlt sich heute nicht so stark. Und hier. Dicke Muskels. Deswegen erledige ich das einfach. Ja, ich bin begeistert. So machen wir das immer. Wenn es mir nicht gut geht, muss die Mira alles tragen. Ja. Das ist hier. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ich sehe größer aus, ne? Aber manchmal. Ja, genau. Ich muss außerdem zusätzlich noch in eine Waschanlage fahren, weil ich möchte natürlich, dass die Mitarbeiter des Autohauses, also des Reparaturdienstes von ATU, bei meinen alten Reifen, die sie abbauen, nicht den ganzen Schmodder dran haben. Das heißt, ich fahre erstmal in die Waschanlage, dann wird alles sauber gemacht mit Düsen und Felgenjet. Kostet heute auch wieder nur 10 Euro. Wir fahren nämlich wieder in die, wie heißt denn das? In Clean Car, hier, ne? Nach Weißensee halt. Nee, Cosiwasch. Cosiwasch fahren wir nicht hin, aber können wir beim nächsten Mal machen. Ja, und so sieht es erstmal aus und ich wünsche euch bei diesem Vlog ganz viel Spaß. So, die starke Frau hat unten die Tür zugemacht. Ja, das war das steht bei Augen ab, die Tür zu. Ja, endlich. Jetzt machen Sie mal hin, ja? Ich muss das Auto wenigstens noch leer fahren. Ja, ich arbeiten kann ich nicht, Ozark, ja? Ja, okay, alles klar. Wunderbar. Jetzt strengen Sie sich mal ein bisschen an, bitte, ja? Schneller! So, meine Damen und Herren, hat man seine Frau unter Kontrolle. Ja, das klappt doch. Perfekt. Ja, ich bin jetzt unterwegs, wie ihr seht. Und ja, ich freue mich natürlich, dass wir heute die Reifen wechseln. Ich hatte ja den Termin eigentlich schon sozusagen in den April gelegt gehabt. Hab dann aber halt danach gewartet, weil jetzt die Geschichte ja mit dem Fatih war und ich war die ganze Zeit aufs Auto angewiesen. Jetzt aber, wo er sich in der Reha befindet, kann man das natürlich machen und da passt das alles ganz gut und das ist alles optimal gestaltet, sage ich jetzt mal. Und das passt halt auch für mich und meine Verhältnisse. Dann gab es aber immer mal wieder jetzt in der letzten Zeit die Frage, du Ozark, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger als ein halbes Jahr arbeitssuchend. Wie sieht denn das bei dir mit dem neuen Job aus und so? Das wurde jetzt immer wieder mal von den Zuschauern, also von vielen Zuschauern, was heißt vielen, also von ein paar Leuten gefragt, so wie sieht denn das aus und so, machst du da was? Ja, ich mache da was. Ich habe gestern wieder eine Bewerbung abgeschickt. Ich werde jetzt natürlich die Firma nicht nennen, wo ich mich beworben habe. Ich habe aber da eine, man kriegt ja nicht direkt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, aber bei uns in der jetzigen digitalen Welt, da bewirbt man sich ja nicht mehr wie früher mit so einer Bewerbungsmappe, sondern man schickt halt einfach alles digital, wenn der Arbeitgeber das hat, an das Online-Portal von denen. Und ich habe gestern eine Rückmeldung bekommen von einer Firma aus Tegel, die meine Daten erhalten haben und sich diese anschauen und ich aber in Betracht komme. Also die haben schon so eine Erstprüfung gemacht, haben halt so drüber flogen, haben halt so drauf geschrieben, so ja, vielen Dank, Herr Ozark. Schön, dass Sie sich beworben haben. Wir haben eine Kurzsichtung Ihrer Unterlagen vorgenommen. Wir melden uns bei Ihnen. Ja, und wenn alles gut läuft, kann natürlich das jetzt auch, ja, wenn ich
Glück habe, sage ich jetzt mal, in den nächsten 2-3 Wochen oder vielleicht 4 Wochen ja sein, dass ich da zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Was ich natürlich dann ganz gut finde, weil dann habe ich wieder eine Festanstellung und ja, dann bin ich halt wieder halt als IT-Administrator tätig und mache halt jetzt dann weniger für YouTube wieder, sage ich jetzt mal. Habe ich ja vorher auch so gemacht. Ich habe die Videos halt nebenbei gemacht. Jetzt habe ich halt die Zeit natürlich auch genutzt, muss ich ganz klar sagen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, ich habe deutlich mehr Videos hochgeladen als in der Zeit, wo ich halt arbeiten gewesen bin. Da kam einmal die Woche vielleicht ein Video. Jetzt kamen die Woche 3 Videos. Ja? Und ich meine damit nicht nur hier auf dem Zweitkanal, sondern ich meine auch auf dem Hauptkanal. Ich habe fast jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen, auch bei meinen Computervideos mit guten Informationen, mit Hilfestellungen, mit Gaming-Content, das, was ich halt so mache, sage ich jetzt mal. Und ich finde es sehr, sehr gut. Und auch die Resonanz von allen Zuschauern, die so da gewesen sind, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Kann ich ja an dieser Stelle auch mal sagen. Ansonsten alternativ, wenn ihr mich mal kostenlos unterstützen wollt und ihr sagt hier, hey Ozok, ich habe zwar schon ganz viele Videos von dir gesehen, aber ich möchte dich trotzdem supporten und möchte dir ein bisschen Hilfestellung geben, dann könnt ihr gerne mal, ich habe auf allen Kanälen Playlists zu verschiedenen Themen, sei das hier bei mir auf dem Kanal, hier bei Ozok Mega ist mit den Food Reviews oder mit den Vlogs oder ja mit den Meinungsvideos. Man kann halt mal so eine Playlist durchlaufen lassen, wo dann ja 30 Videos drin sind, zum Beispiel auf dem Handy über Nacht, und dann wird das Video einfach läuft stumm durch und dann kriege ich trotzdem aber da ein bisschen Watchtime drauf. Damit supportet ihr den Kanal halt und dann werden die Videos mehr Zuschauern vorgeschlagen. Die Problematik ist halt immer bei YouTube an sich generell, man möchte ja auch, dass mehr Leute einen sehen, aber in diesem riesengroßen Ozean von YouTube-Videos, die halt online sind, in der digitalen Welt, jetzt seit 2018 ja sowieso noch viel, viel mehr und seit Corona ja noch mal mehr, ist es umso schwieriger entdeckt zu werden. Auch wenn man persönlich, also ich persönlich würde mich als einen sympathischen, jungen, dynamischen Mann interpretieren und sagen, der halt seine Meinung äußert und halt auch Klartext redet und sich vor allen Dingen nicht verstellt. Ich sage ja immer, mein Motto ist immer stay real, also bleib so wie du bist, verstell dich nicht und zieh keine Show ab. Ja, weil es gibt ja viele Leute, die ziehen im Internet eine Show ab und ich mache das halt nicht. Ich benehme mich im Internet genau so, wie ich mich auch im echten Leben benehmen würde. Und das ist halt der Unterschied halt von mir zu vielen anderen Leuten, weil viele, die spielen ja irgendeine Rolle im Internet und das finde ich ja auch nicht gut. Abgesehen halt davon, dass ich halt sagen kann, okay, wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst doch mal eine Playlist einfach mal durchlaufen übers Handy über Nacht und dann kriege ich da nochmal ein bisschen Watchtime drauf. Das wäre halt mega nett und mega cool, sage ich jetzt mal. Ja, so viel jetzt erstmal zu dem Thema, auch zum Thema Arbeit. Da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr das gerne mal sehen wollt, also ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht mal ein Video darüber mache, meine Bewerbungsunterlagen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Hashtag Bewerbung, ja, und also Hashtag ist dieses, für die Leute, die das nicht wissen, dieses Doppelkreuz, also mit 2 Striche nach unten und 2 Striche links durch, ja, also, was sagt man denn dazu sonst, zu dieses, wie das heißt denn das Kreuz sonst auf der Tastatur, ich kenne es nur unter dem Begriff Hashtag, das heißt glaube ich anders, oh Mann, Alter, bin ich dumm. Also, falls ihr gerne mal meine Bewerbungsunterlagen sehen wollt und sagt, hey, wie bewirbt sich denn der Ozok bei einer Firma, dann lege ich das gerne auch mal für euch offen, wenn euch das interessiert. Wie ihr sagt, einfach dazu, also ich würde sagen, es müssen mindestens 50 Kommentare sein mit dem Hashtag Bewerbung. Ja? Und dann mache ich das und dann könnt ihr euch meine Bewerbungsunterlagen mal anschauen und dann werden wir sehen, wie viel Resonanz jetzt hier auf diesem Video ist. Und wie gesagt, gerne dieses Video dann auch mit Bekannten mal teilen, wenn ihr sagt, wir brauchen da mehr Kommentare. Ja, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wir fahren jetzt weiter. Ich bin jetzt schon an der Schönholzer Heide, wie ihr seht wieder. Hier links ist der Schützenverein. Ich muss jetzt noch ein bisschen fahren bis zur Waschanlage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns als nächstes in der Waschanlage wieder. Da können wir dann eine coole Fahrt wieder durchmachen. Ja, wir sind wieder angekommen bei Clean Car in Heinersdorf und ihr habt es schon gesehen, Dienstag und Mittwoch, die Platinwäsche kostet jetzt mittlerweile 14 Euro. Also war ja mal bei 12 Euro, also zuerst für einen 10er, dann für 12 Euro und ja, jetzt heißt das erstmal, ich muss in die Autowaschstraße reinfahren, aber ihr müsst euch erstmal nochmal angucken, wie das Auto aussieht. Es ist halt, man sieht es glaube ich ganz gut, diese gelben, das ist alles diese Pollen und Blütenzeug, was alles jetzt runtergekommen ist. Oben ist noch Vogelscheiße drauf, alles relativ eklig. Ja.
muss man alles jetzt sauber machen. Und es ist auch noch, vielleicht erinnert ihr es, vor 2-3 Wochen gab es diesen komischen Sahara-Staub, der irgendwie übers Mittelmeer bis nach Deutschland gezogen ist. Der hatte sich mit aufs Auto gelegt und ich schwöre, dass alles klebt und alles ist eklig. Deswegen fahren wir jetzt halt durch die Arschanlage, damit nachher, wenn ich beim ATU-Typen ankomme, der sich nicht so ekelt. Ich meine, so das bin ich dem auf jeden Fall schuldig, weil der wechselt ja auch meine Reifen. Hallo, einmal die Platinpflege bitte. Ja, 114 bitte. Ja, ich habe hier glaube ich noch so eine Clean Car Karte gehabt. Warten wir mal kurz. Also erstmal 10er und ich hatte Kleingeld. Ich glaube, es sind jetzt schon genau 4. Schauen Sie mal. Ansonsten muss ich kurz noch mal mein Kleingeld gucken. Einen Moment bitte. Oder fehlt da noch was? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Hast du was? Alles klar, super. Haben Sie Karte gefunden? Ja, warten Sie, ich glaube, die liegt hier unten drunter. Ich hatte die mal hier im Auto gehabt. Ne? Ah, brauche nicht einen Moment bitte ganz kurz. Hier, Clean Car Karte, da ist sie. Genau. Dankeschön. Schönen Tag noch, ne? Dankeschön. Ja, und so sieht das Ganze jetzt nach der Reinigung aus. Ich muss sagen, das sieht wieder sehr, sehr schön aus. Weil jetzt nur mal zum Vergleich, hier war der ganze Kleister drauf. Ist alles schön wieder glatt hier aus. Sieht wieder perfekt aus. Ich muss sagen, ich mag mein Auto sehr. Also, gefällt mir. Und von vorne sieht es jetzt wieder so aus. Kann man so auf jeden Fall mal in die Autowerkstatt fahren. Ja, und dann noch eine Information, das hatte ich vorhin vergessen, das wollte ich eigentlich noch erzählen, als ich durch den Wald gefahren bin. Ich fahre jetzt noch an der Wohnung von Fatih vorbei, denn der hat mich gestern nochmal angerufen und hat gesagt, du, Juli, fahr doch mal bitte an meine Wohnung, denn ich habe von meinem Nachbarn, dem Herrn Jung, gehört, dass im Briefkasten so viel drin ist. Ja, ich war das letzte Mal vor einer Woche bei ihm in der Wohnung gewesen und habe auch dort dann den Briefkasten geleert. Aber na klar, nach 7 Tage später, da kommt die Werbung rein, da kommt irgendwelche Briefe von meiner Krankenkasse rein, da kommt eventuell noch Post rein, die er sonst bekommt. Klar, dass dann der Briefkasten irgendwann voll ist. Ja, muss ich hinfahren, mache ich jetzt und dann schauen wir, ob in der Wohnung alles in Ordnung ist. Ist natürlich, ich habe auch mit dem Gilbert gesprochen, mit meinem Bruder, der hat gesagt, er war drüben gewesen, er hat aber keinen Briefkastenschlüssel, weil mein Vater hat nur einen Briefkastenschlüssel und den habe ich. Heißt natürlich, ich muss da halt hinfahren. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Und wenn wir damit fertig sind, geht es noch zur ATU. Und ich denke, dann haben wir auch heute das Ganze ganz gut geschafft erstmal. So, weilen Sie Ihres Amtes. Bitte, ja. Vorsichtig, die Steinchen drin. Ja, aber die sind wenigstens sauber, die Reifen. Los jetzt runtertragen. Oh. Auf geht's. Du bist ein ganz schöner Sklaventreiber, bist du. Diese hässige Lappe. So Leute, ihr habt ja gesehen, dass die Mira fleißig meine Autoreifen runtergetragen hat. Spaß natürlich, wisst ihr schon, habe ich alles selber gemacht. Wir haben das natürlich ein bisschen für euch so... Hey, den halben habe ich trotzdem runtergetragen. Ja. So chronologisch da, auch... Da, dass du alles gemacht hast. Habe ich auch nicht alles gemacht. Du hast mich wunderbar unterstützt und ja, wir haben... Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber an dieser Stelle sind wir schon am Ende dieses Vlogs angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne das zeigen, indem ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt.
Ihr könnt gerne auch noch, als falls ihr bis hierhin geschaut habt und ihr nicht wisst, was ihr kommentieren wollt, könnt ihr auch einfach ein Autoreifen-Emoji in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auch drüber freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.